Militärische und Wirtschaftsnachrichten vom Februar 2018. Zitat: Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist, dass die guten Menschen nichts tun. Das Zitat wird dem amerikanischen Philosophen Edmund Burke 1729 bis 1797 zugeschrieben. Deutschland. Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr einen extremen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Mit umgerechnet 287 Milliarden Dollar sei er mehr als doppelt so groß ausgefallen wie der vom Exportweltmeister China mit 135 Milliarden Dollar, ergaben der Nachrichtenagentur Reuters vorliegende Berechnungen. Damit lag Deutschland zum zweiten Mal in Folge vor allen anderen Ländern, sagte der IFO-Experte Christian Grimme zu Reuters. Deutschland wird wegen seines enormen Überschusses vom Internationalen Währungsfonds, IWF, und der EU-Kommission, aber auch von US-Präsident Donald Trump, kritisiert. Sie halten Überschüsse von dauerhaft mehr als 6% des Bruttoinlandsproduktes für stabilitätsgefährdend. Bestimmte Euro-Länder bauen ja Schulden an Deutschland auf, für die keine Obergrenze festgelegt wurde. Per 1. Juni 2017 hatte der Saldo bereits 861 Milliarden Euro erreicht. Der Saldo per Ende 2017 907 Milliarden Euro. Und der wird bei gleichbleibender Entwicklung 2018 die 1 Billionen Euro Grenze überschreiten. Diese an Deutschland geschuldete Summe ist durch nichts abgesichert und hat keine Obergrenze weiterhin. Die geschäftsführende Bundesregierung und der ihr angeschlossene medialpolitische Komplex hüllen sich zu dieser für Deutschland immer bedrohlicheren Entwicklung in absolutes Schweigen. Berichte und Kommentare sucht man überall fast vergebens. Dabei konstatiert die Bundesbank aktuell geradezu Alarmierendes. Allein im Monat Dezember 2017 verzeichneten die deutschen Targetforderungen gegen die EZB mit einem Anstieg in Höhe von 51,5 Milliarden Euro den drittgrößten jemals gemessenen Monatszuwachs. Die Targetforderungen können niemals fälliggestellt werden und sie sind bei Eintritt eines Zahlungsausfalls auch durch absolut nichts gesichert. Der größte Targetschuldner ist Italien. Kurzmeldung: Der deutsche Bundeshaushalt schließt 2017 mit Milliardenüberschuss ab. Das Geld fließt in Asylrücklage. SPD und Union kündigen eine Erhöhung des deutschen EU-Beitrages an. In dem Abschlusspapier zu den Sondierungen heißt es: Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann. Dafür werden wir bei der Erstellung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens Sorge tragen. Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit. Wer fragt das Volk? Die 73 Parlamentssitze der Briten werden nach deren Ausscheiden, dem Brexit, unter den anderen EU-Staaten verteilt. Nur Deutschland bekommt keinen einzigen Sitz davon. Tolle Gerechtigkeit. Somit ist Deutschland die am schlechtesten vertretene Nation. So kommt ein deutscher Abgeordneter auf 854.838 Wähler. Für zum Beispiel Malta vertritt ein Abgeordneter 72.401 Wähler. Der Transfer deutscher Gelder in unsolide Südstaaten wird immer leichter. Riesenskandal ist, dass bei dieser Neuverteilung der Sitze alle anwesenden deutschen Ausschussmitglieder zugestimmt haben. Somit vertreten noch nicht einmal die eigenen Volksvertreter Deutschlands Interessen. Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 wird noch teurer und zudem später fertig als geplant. Der Finanzierungsrahmen erhöhte sich von ursprünglich 6,5 Milliarden auf vorerst 7,7 Milliarden und nun auf 8,2 Milliarden Euro, teilte der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, Infrastrukturvorstand Roland Pofalla, am 19.01. in Berlin mit. Der Bundesrechnungshof geht von 10 Milliarden aus. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was Ex-Bahnchef Grube bei der Volksabstimmung 2011 als Sollbruchstelle bezeichnete. Die Eröffnung verschiebt sich demnach auf das Jahr 2025. Der Berliner Großflughafen braucht offenbar noch eine Milliarde Euro mehr. Bei Baubeginn im September 2006 war von 2,5 Milliarden Euro die Rede, zuletzt dann von rund 6,6 Milliarden Euro.
Ursprünglich war eine Eröffnung für den November 2011 und dann für den Juni 2012 geplant, doch sie musste wegen Problemen beim Bau immer wieder verschoben werden. Derzeit ist die Eröffnung für Oktober 2020 geplant. Britische Truppen bleiben wegen russischer Gefahr in Deutschland. Das britische Militär erwägt nicht nur die Abkehr vom Abzug, sondern denkt darüber nach, zusätzliche Kapazitäten für einen Stützpunkt in der Nähe von Mönchengladbach im Rheinland bereitzustellen, der im Fall eines russischen Angriffs die östliche Flanke Europas verstärken könnte. Berlin und Paris stellen einen neuen Élysée-Vertrag in Aussicht. Dazu kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Macron die Ausarbeitung eines neuen Abkommens an, das die Zusammenarbeit beider Länder weiter vertiefen und die EU stärken soll. Es müsse darum gehen, fast das komplette Spektrum der Politik zu harmonisieren, heißt es in einer Erklärung der Parlamente beider Länder. Das liefe darauf hinaus, die deutsch-französische Achse so massiv zu stärken, dass nennenswerte innereuropäische Allianzen gegen sie faktisch unmöglich wären. Parallel hält die Debatte über marginale innereuropäische Finanztransfers an, die die gewaltigen deutschen Exportüberschüsse wenigstens ein Stück weit ausgleichen könnten. Ohne sie droht der ökonomisch stark zerrissene Euroraum weiter zu zerfallen. Dazu könnte es sich als notwendig erweisen, die Folgen der deutschen Exportüberschüsse, die Verschuldung anderer EU-Staaten, durch Finanztransfers zu kompensieren, um ein Auseinanderbrechen des Währungsraumes zumindest mittelfristig zu verhindern. Merkel: Berlin wird sich bemühen, den Preis für die Aufrechterhaltung der Eurozone so niedrig wie möglich zu halten. Merkels Doktorarbeit ist gar keine. Wissenschaftliche Analyse liefert Beweise, dass es ein dreistes Plagiat ist. Führt Angela Merkel rechtmäßig den Titel Doktor der Physik? Im Gegensatz zu einer Examens-, Magister- oder Diplomarbeit, die unter Anleitung von Hochschullehrern entsteht und im Regelfall nur den aktuellen Forschungsstand wiedergeben soll, ist die Dissertation oder Doktorarbeit eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die zwingend einen Wissenszuwachs, sprich neue Erkenntnisse, enthalten muss. Die Dissertation von Angela Merkel entspricht diesen Vorschriften allerdings nicht mal im Ansatz. Im Grunde genommen kennt Merkel nicht mal den Unterschied zwischen Physik von Chemie, wie eine wissenschaftliche Überprüfung ihrer Doktorarbeit belegt. Bekannt geworden unter www.anonymousnews.ru 2006-10-26. Dreistes Plagiat Angela Merkels Doktorarbeit ist gar keine endgültige Beweise. Im Kalifat Köln öffnet die erste Scharia-Bank ihre Pforten, die KT-Bank. Nicht nur das Personal hält sich an islamische Vorschriften, sondern auch die Geldanlage ist Scharia-konform. Die Geschäfte der Bank nahe der neuen DITIB-Zentralmoschee in Köln sind glänzend angelaufen. Streng nach den Regeln des Islam kontrolliert von einem Scharia-Ethikrat. Wenige Wochen nach dem Start der KT-Bank AG in der Domstadt haben dort schon mehr als 1000 überwiegend muslimische Kunden ihr Geld angelegt. Einwanderung, Asylanten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Heinrich Bedford Strom, fordert einen flächendeckenden Islamunterricht an deutschen Schulen. Finanzexperte Professor Bernd Raffelhüsen, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg: Die Flüchtlingskrise kostet Deutschland fast 1 Billion Euro, also 1000 Milliarden Euro. Aber sie verteilt sich über viele, viele Jahre hinweg, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo der letzte Zugewanderte dann als 100-jähriger Pflegefall stirbt. Wenn man es mal krass ausdrückt, pro Jahr kommt das etwa auf 20 Milliarden Euro. Wir wissen immer noch nicht, wie viele wirklich 2016 und 2017 gekommen sind. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass das nicht besonders hochqualifizierte Menschen waren, die zum Teil auch gar nicht mehr so jung waren, dann muss man klar sehen, dass diese Menschen im Lebenszyklus bei weitem nicht das zahlen, was sie vom Sozialstaat in Deutschland an Leistungen erwarten. Und die Diskrepanz dazwischen liegt irgendwo zwischen 350.000 und 450.000 Euro pro Flüchtling im Laufe des gesamten Lebens. Linke:
Leistungskürzungen für Asylbewerber sind eine Missachtung der Menschenwürde. Nach unzähligen Morden und tausenden Gewaltverbrechen, verübt durch illegal zugewanderte Migranten, sieht sich nun auch die Politik gezwungen, irgendetwas zu unternehmen. Mit deutlich weniger Polizisten und mehr Sozialarbeitern möchte man Sicherheit und Ordnung im Land nun wiederherstellen. Österreich. Im Bummelzug zum ersten Staatsbesuch. Es ist die billigste Auslandsreise eines österreichischen Ministers. Von Gramat-Neusiedl bis nach Pressburg bricht Außenministerin Karin Kneißl zu ihrem ersten Auslandsbesuch auf. Das Ticket kostet 14,20 Euro. Kanzler Kurz fliegt Holzklasse. Für seinen Flug schlenderte der jüngste Kanzler der Welt ganz unaufgeregt über den Wiener Flughafen zum Check-in. Beim Linienflug zu seiner Antrittsreise mit der Australian Airlines staunten die Fluggäste dann nicht schlecht. Der Bundeskanzler Kurz saß sogar ganz brav in der Economy Class, berichtet die Bild. Ich habe eben mit einer der betroffenen Lehrerinnen telefoniert. Sie schafft es einfach noch nicht, mit ihnen direkt über den Vorfall zu sprechen, sagt die Gewerkschafterin zur Krone. Diese Pädagogin, die anonym bleiben will, war erst vor wenigen Monaten Opfer eines Gewaltausbruchs in einem Klassenzimmer. Romana Deckenbacher berichtet, die Lehrerin hat mir das so erzählt. Ein Bub wurde zornig. Plötzlich hat mich der Schüler an den Haaren zu Boden gerissen. Die Polizei weiß inoffiziell von 1600 Strafanzeigen. Allein im Vorjahr seien bereits 1600 Strafanzeigen wegen Gewalt an Wiens Schulen erstattet worden, wissen die Personalvertreter. Zu dieser Zahl kamen wir nur über inoffizielle Wege. Offiziell wird weiter über dieses Thema geschwiegen. Dafür gäbe es mehrere Gründe. Erstens befürchten Schuldirektoren, dass durch Bekanntwerden der Vorfälle der Ruf der Schule leidet. Und zweitens habe auch die Politik nicht allzu großes Interesse an einer Ursachenforschung und am Bekanntwerden der Herkunft der jungen Tatverdächtigen. Die starke Zunahme von Gewalt an Wiens Pflichtschulen dürfte aber nicht mehr länger verdrängt werden, warnen die Pädagoginnen und zitieren dazu aus ihrer Dokumentation der heftigsten Vorfälle. Der Schüler war zornig, klappte die Tafel mit beiden Händen kraftvoll zu. Meine Hand war dazwischen. Zwei Finger waren gebrochen. Zweitens. Es gibt einen Tumult während meiner Gangaufsicht. Ich versuche einzugreifen und wurde selbst angegriffen. Jetzt wirft man mir Körperverletzung eines Schülers vor. Drittens. Ein Turnlehrer setzte einen Buben wegen ungebührlichen Betragens im Unterricht an den Rand des Turnsaals. Der rief per Handy seinen Vater an, der den Pädagogen dann niederschlug. Unter http://krone.at/1616179 nachzuvollziehen. Auch in der neuen Mittelschule in der Däublergasse im Wien-Floridsdorf krachte es immer wieder zwischen den Schülern und Lehrern, weiß Direktor Christian Klar. Es sei an der Tagesordnung, ordinärst beschimpft zu werden und als Lehrer oder Lehrerin respektlos behandelt zu werden, sagte er. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, dass ein Schüler, der mehrfach gewalttätig und unangenehm und provokant ist, die Schule verlassen muss, kritisierte der Rektor Klar. Vielmehr gehe es leider immer darum, was man tun könne, damit es dem einen Kind, das Gewalt ausübt, besser gehe und nicht um die 24 anderen, die in der Klasse sitzen und zum Teil, das ist auch bei mir im Haus passiert, mit Angst in die Schule gehen. USA. Das US-Militär hat sich eine neue Doktrin gegeben. Sie gibt dem Kampf gegen China und Russland einen höheren Stellenwert als dem Krieg gegen den Terror. Diese Positionierung soll dazu dienen, dem Pentagon im Wettstreit um Steuergelder einen Vorteil gegenüber den Geheimdiensten zu verschaffen. Im Kampf gegen den Terror war in vielen Fällen die CIA führend, während unter US-Präsident Donald Trump die Militärs wieder das Kommando übernommen haben. Das Papier betont ausdrücklich, dass die Sicherheit der USA nur mit deutlich höheren Rüstungsausgaben der USA und seiner NATO-Verbündeten zu gewährleisten sei. Der Zusammenhang zwischen Kriegen und der Eroberung von Märkten wird unzweideutig hergestellt. Ein Phänomen der Vergangenheit war darüber hinaus die Tatsache,
dass im Pentagon Beträge in ungewöhnlicher Größenordnung falsch gebucht wurden. So stellte der Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums allein im Jahr 2015 fest, dass 6,5 Trillionen US-Dollar, das heißt 6,5 US-Trillionen entsprechen bei uns 6,5 Billionen, das heißt 6.500 Milliarden Dollar, ohne Rechnungen und Belege gebucht oder mit fingierten Rechnungen unterlegt wurden. Der reguläre Budgetvorschlag für 2018 beträgt für das gesamte Pentagon laut offiziellen Zahlen 639,1 Milliarden Dollar. Dazu kommen die nun offiziell beantragten 52 Milliarden Dollar. Vor wenigen Wochen wurde die erste Rechnungsprüfung in der Geschichte des Pentagon eingeleitet. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hatte im September 2001 öffentlich gesagt, dass es der Regierung nicht möglich sei, Transaktionen in der Höhe von 2,3 Trillionen Dollar, gleich 2,3 Milliarden US-Dollar, im Pentagon nachzuvollziehen. Im Dezember 2017 berichtete NPR Radio Michigan, dass die offiziellen Dokumente der US-Regierung in den Jahren von 1998 bis 2015 im Verteidigungsministerium und im Bauministerium unbelegte Ausgaben von 21 Trillionen Dollar, das sind 21.000 Milliarden US-Dollar, dokumentieren. Die Internationale Energieagentur erwartet im laufenden Jahr, dass die USA ihre Förderung von Rohöl dank der Fracking-Methode deutlich ausweiten werden. Durch die gestiegenen Preise ist es für Fracking-Unternehmen aus den USA wieder attraktiver geworden, in Ölbohrungen zu investieren. Viele dieser Unternehmen haben in den vergangenen Jahren in großem Umfang Schulden an den Kapitalmärkten aufgenommen. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat die NATO-Länder aufgerufen, einen Plan für gemeinsame militärische Handlungen gegen Russland auszuarbeiten. Der Westen soll sich auf einen Kriegskonflikt gegen Russland vorbereiten. Republikanische Abgeordnete fordern die Veröffentlichung eines Geheimdokuments, das den Missbrauch der staatlichen Überwachung durch Beamte beschreibt. Ein Name taucht dabei auf: Hillary Clinton. Infos im Geheimdossier sind schlimmer als Watergate. Die Schlinge um Hillary Clinton sitzt immer enger. Ich habe das Memo gelesen, schrieb der republikanische Abgeordnete Steve King auf Twitter. Ich hoffe, dass es keine entschuldigende Erklärung für die an die Öffentlichkeit freigegebenen Informationen gibt. Ich habe schon längst gesagt, dass es schlimmer ist als Watergate. Es war nie Trump und immer Hillary. Der Inhalt des Dokuments könnte auch das Ende der Trump-Ermittlungen durch Robert Mueller bedeuten, erzählten ranghohe Regierungsbeamte der Journalistin Carter. Die Beamten wollten anonym bleiben. Matt Gaetz, Republikaner, ist der gleichen Meinung. Die Ermittlungen sind eine Lüge, sagte er bei Fox News dazu. Wie die US-Zeitung Politico schreibt, hat die National Security Agency, das heißt die NSA, die Überwachungs- und Abhördaten aus den Jahren 2001 bis 2007 trotz einer entsprechenden Gerichtsentscheidung gelöscht. Gemäß der Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2007 sollte die NSA alle Daten der von US-Präsident George Bush 2001 angeordneten elektronischen Ausspähung aufbewahren. 2014 waren alle Daten noch sicher, danach seien sie aber gelöscht worden, angeblich um Platz für neue Daten zu schaffen. Auch alle Reservekopien aus den Jahren 2009, 2011 und 2016 sollen davon betroffen sein. Laut der NSA seien die Informationen unabsichtlich gelöscht worden. Eine Wiederherstellung eines Teils aus den Jahren 2003 bis 2007 könne dank den gebliebenen Metadaten möglich sein, so die Zeitung. George W. Bush hatte kurz nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 die NSA direkt beauftragt, die Kommunikation zwischen amerikanischen Bürgern und Ausländern zu überwachen. Das Programm hieß Stellar Wind und führte zu massenhaften Ausspähungen der Metadaten von E-Mails und Telefongesprächen amerikanischer Staatsbürger. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren zur größten Steueroase der Welt entwickelt. Wie Bloomberg berichtet, habe man auf andere Länder erfolgreich Druck ausgeübt, ihre Bankgeheimnisse zu lüften und Daten amerikanischer Kunden zu veröffentlichen, während selbst keine Gegenleistungen erfolgt seien.
Aus Angst, den Zugang zum amerikanischen Finanzmarkt zu verlieren, willigten über 100 Staaten ein, darunter auch die Schweiz. Weltweit werden jedes Jahr rund 2,5 Billionen Dollar an Einkommenssteuern an den Steuerbehörden vorbei in andere Länder oder komplizierte Holdinggesellschaften transferiert. Eigentlich waren nun die USA am Zug und hätten Vermögen von Ausländern aus den jeweiligen Staaten offenlegen müssen. Das taten sie jedoch nicht. Der Kongress verhinderte, dass es zu Änderungen an der US-amerikanischen Steuergesetzgebung kam. Als Folge davon kann das Finanzministerium amerikanische Banken nicht zwingen, Daten herauszugeben. Die USA haben auch den sogenannten Common Reporting Standard, ein weltweites Informationsaustauschsystem zwischen den Staaten, nicht übernommen, schreibt Bloomberg. Während der Rest der Welt den USA Informationen liefert, entwickelt sich das Land schnell zu einer neuen Schweiz. Finanzinstitutionen der globalen Elite wie Rothschild & Co. und Trident Trust & Co. haben ihre Konten aus den Südseesteuerparadiesen nach Nevada, Wyoming und South Dakota verlegt. Anwälte aus New York arbeiten aktiv daran, das Land als Steueroase zu positionieren. Ein russischer Milliardär beispielsweise kann sich sicher sein, dass sein Vermögen in den USA weder vom US-Finanzministerium noch von russischen Behörden überprüft wird. Das ist ein Grad der Verschwiegenheit, den selbst Vanuatu nicht bieten kann. Sonstiges. Dass Finanzämter direkt auf privaten Konten rumschnüffeln können, ist nicht neu. Doch Brüssel gestattet jetzt auch Unternehmen den Einblick auf private Bankkonten. Bereits seit dem 13. Januar ist es den Firmen möglich, direkten Zugang zu den Bankdaten ihrer Kunden zu erhalten. Damit könnte unter anderem Amazon alle Kontodaten der letzten 90 Tage abrufen und so auch erfahren, ob man seine Miete zahlt, von wem man ein Gehalt bekommt oder wie viele Schulden man hat. Die neue Totalkontrolle kommt als EU-Reform des Zahlungsverkehrs in Europa daher und versteckt sich hinter dem Kürzel PSD2, Payment Services Directive 2. Die EU will mit PSD2 angeblich größere Transparenz schaffen, zum Wohle des Verbrauchers. Wie viel das Brüsseler Politbüro für das Schnüffelgesetz von Lobbyisten als Schmiergelder erhalten hat, ist unbekannt. Die Neuregelung betrifft alle Daten, die Banken über ihre Kunden haben und die bisher unter Verschluss waren, aus gutem Grund. Diese Bankdaten sind jedoch nun auch für andere Unternehmer einsehbar. Die EU will damit angeblich Innovationen und Wettbewerb unter den Finanzdienstleistern fördern. Dafür soll die Privatsphäre der Untertanen den Großkonzernen geopfert werden. Allerdings muss der Kunde das gestatten. Diese Freiwilligkeit ist aber natürlich reine Makulatur, da sie in der Realität kaum funktionieren dürfte. Große Konzerne wie Amazon und Co. brauchen lediglich ihre Geschäftsbedingungen ändern, die man durch einen Klick bestätigen muss. Wer liest schon seitenlanges, kleingedrucktes Juristenkauderwelsch? Pharmaindustrie geschockt. Studie belegt, ungeimpfte Kinder sind signifikant weniger krank. Laut den Erkenntnissen einer bahnbrechenden Studie der Jackson State University in den USA haben nicht geimpfte Kinder deutlich weniger Gesundheitsprobleme als diejenigen, die geimpft wurden. Die Studie, die die erste ihrer Art ist, betrachtete mehr als 600 Homeschooler, das heißt Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, im Alter von 6 bis 12 Jahren. Am deutlichsten zeigte sich der Unterschied bei Lungenentzündungen, Heuschnupfen, ADHS, Mittelohrentzündungen und chronischen Allergien. Wenn Impfstoffe wirklich wirksam sind, um Krankheit zu verhindern, so wäre es nur logisch, dass geimpfte Kinder gesünder sind als ihre ungeimpften Kollegen. In der Tat ist der Wunsch, sein Kind gesund zu erhalten, der Grund, warum viele Eltern sich blind vertrauend an den öffentlich empfohlenen Impfplan halten. Gleichzeitig aber gibt es mehr denn je Kinder mit Allergien, Asthma, Autismus und Lernschwierigkeiten. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse, dass geimpfte Kinder um 300% eher die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS erhielten und 340% eher an einer Lungenentzündung erkrankten. Geimpfte Kinder erkrankten auch um 300% eher an einer Mittelohrentzündung und um 700% eher kam es zu einem chirurgischen Eingriff am Mittelohr. 4/5 aller Kinder in den USA erleiden Ohrinfektionen, bevor sie 3 Jahre alt sind,
und dies ist ein Hauptgrund für Kinderarztbesuche und Antibiotikarezepte in dieser Altersgruppe. Trotz wiederholter Beschwichtigungen von Experten, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen, wurden geimpfte Kinder dreimal so häufig als ihre ungeimpften Kollegen damit diagnostiziert, dass sie Krankheitssymptome aus dem Autismus-Spektrum ausbildeten. Geimpfte Kinder waren auch 2,5 Mal häufiger mit einer chronischen Krankheit diagnostiziert worden als ungeimpfte Kinder. Dies erklärt wahrscheinlich, warum 43% der amerikanischen Kinder, insgesamt 32 Millionen, mindestens eine von 20 chronischen Krankheiten haben und dies viermal häufiger als ihre Eltern. Obwohl so eine Studie noch nie dagewesen ist und viele überraschende und nützliche Daten liefert, wird sie wahrscheinlich nicht viel Unterstützung bekommen. Impfstoffe sind einfach zu profitabel, was zu erklären hilft, warum Kinder heute in den USA bis zu 50 Dosen von 14 Impfstoffen bis zu ihrem 6. Geburtstag erhalten. Die pharmazeutische Industrie ist zum großen Anstrengungen bereit, um diesen riesigen Geldverdiener zu verteidigen und zu bewahren, und sie werden wahrscheinlich ihr Bestes tun, um sicherzustellen, dass die meisten Menschen nie über diese neuen Erkenntnisse erfahren. Es gibt inzwischen für Eltern umfangreiche Informationen über das Impfen. Also bitte aufsuchen im Internet und sich alles mal ansehen. Positives. Frankreich. Handyverbot für Schüler bis zum Alter von 15 Jahren. Ab September 2018 möchte Frankreich ein absolutes Handyverbot an Schulen einführen. Begründet wird das neue Gesetz mit gesundheitlichen Gefahren. Betroffen sind Grundschulen und Mittelschulen. Die Schüler dürfen ihre Smartphones zwar noch mitbringen, müssen diese aber in Schließfächern einschließen oder wegpacken, auch in den Pausen. Mit Beginn der Oberstufe im Alter von 15 Jahren sollen sie ihre Smartphones im Schulalltag benutzen dürfen. Natur. Erstaunlich, aber wissenschaftlich belegt. Bäume umarmen und Waldbaden ist gesund. Die Vorteile von Waldbädern, in Japan Shirin-Yoku genannt, sind von Wissenschaftlern anerkannt. Sie sollen Stress, Angst, Blutdruck, Depressionen und Müdigkeit reduzieren können und sogar bei Krebserkrankungen behilflich sein. Bäume umarmen kostet nichts und ist sehr einfach zu praktizieren. Ja, nochmal ein Hinweis zu unserem Shop. Wir haben ja seit einiger Zeit so ein Sonderangebot drin, und zwar einmal hier Expresszeitung aus der Schweiz, ca. 60 Seiten, hervorragend zu lesen, auch mit jede Menge guter Karikaturen und so weiter. Macht also richtig Spaß, das Ding. Ja, dann ein Heft als Muster von Magazin 2000, ca. 80 Seiten. Und dann die totale Wetterkontrolle von uns, die ihr ja schon kennt aus dem Shop. Das sind 16 Seiten mit jede Menge Abbildungen auch drin und mit Benennungen von Politikern, Militärs und so weiter, die was zu Chemtrails gesagt haben. Eine sehr gute Hilfe. Als Tipp verleiht die Dinger an die Leute und braucht ihr nicht immer gleich verschenken. Die haben wir ja sowieso im Shop. Dann haben wir ja noch, also das sind die drei zusammen 6,50 Euro inklusive Versand. Dann haben wir nach wie vor hier die wahre Ursache von Tschernobyl, wo es also nicht darum geht, ihr denkt vielleicht, das ist alles die normale Story. Nein, es geht also hier darum, die Aussage von Leutnant Colonel Bearden, dass es also da einen Strahlenkrieg gegeben hat zwischen Amerika und Russland. Und das ist von mir ganz gut aufgearbeitet, auch ins Deutsche übersetzt, also mit den ganzen Geschichten, wie der ganze Ablauf war. Mit den riesen Antennen, mit den Fotos, wo das wirklich also voll rausgeschossen ist, raketenartig, das ganze Material. Es ist fast nichts mehr drin. Reaktor. Ja, dann kurze Erläuterung, also Skalarwellen zu normalen Sendewellen. Und dann geht es nochmal weiter, also grundsätzlich, also einmal eben diese Technik der Skalarwellen, also sprich HAARP und so weiter, also hier die Woodpecker Antennenanlagen, die riesigen, die also aus den deutschen Antennen letztendlich dann weiterentwickelt wurden, mit Hilfe deutscher Techniker. Dann nochmal eine grundsätzliche Abhandlung über Reaktoren. Wie funktioniert's? Und dann ist auch noch ein Part drin, also mit Uranmunition und den tollen missgebildeten Babys
in den ganzen Ländern, wo Amerika also mit über 2500 Tonnen Uran rumgeballert hat. Unerklärter Atomkrieg. Kaum einer weiß es. Guckt euch nebenbei nochmal den Film Tödlicher Staub an von Frieder Wagner. Ja, das ist also ein 22 Seiten Heft, also nur über Atomenergie, aber eben auch mit dem Part, was man alles damit machen kann, Skalartechnik. Ja, dann haben wir seit einiger Zeit ja hier noch diesen Aufkleber, 30x30 cm. Chemtrails, nein, danke. Und das versenden wir zusammen mit dem Autoaufkleber und ein paar Papieraufkleber, die man also gut auf Papier- oder Flaschencontainer kleben kann oder sonst wo oder an den Laternenmasten. Also überall dort halt, wo die Leute das gut sehen. Die haben wir aber ja normal auch im Shop einzeln. Ja, und nach wie vor eben unsere Flyer, die wir also hunderttausendeweise schon verschickt haben. Das kommt ganz gut an. Der Aufklärungserfolg ist also wesentlich besser, wenn man den Leuten sowas in die Hand quetschen kann, als wenn man denen nur erzählt, hier guck mal da oben an die Wolken, weil hier eben auch so ein paar Sachen drin stehen, die eben wirklich überzeugen. Also die Aussage hier von dem Grünen, dass der Himmel bereits in gewisser Weise verarbeitet wird. Und ja, einige andere Daten und Fakten in Kurzform. Ja, macht da ein bisschen Werbung für. Das wäre ganz gut. Je mehr Leute das schneiden, was hier läuft, desto besser. Der deutsche Bundeshaushalt schließt 2017 mit Milliardenüberschuss ab. Das Geld fließt in Asylrücklage. SPD und Union kündigen eine Erhöhung des deutschen EU-Beitrages an. In dem Abschlusspapier zu den Sondierungen heißt es: Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann. Dafür werden wir bei der Erstellung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens Sorge tragen. Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit. Wer fragt das Volk? Die 73 Parlamentssitze der Briten werden nach deren Ausscheiden, dem Brexit, unter den anderen EU-Staaten verteilt. Nur Deutschland bekommt keinen einzigen Sitz davon. Tolle Gerechtigkeit. Somit ist Deutschland die am schlechtesten vertretene Nation. So kommt ein deutscher Abgeordneter auf 854.838 Wähler. Für zum Beispiel Malta vertritt ein Abgeordneter 72.401 Wähler. Der Transfer deutscher Gelder in unsolide Südstaaten wird immer leichter. Riesenskandal ist, per 1. Juni 2017 hatte der Saldo bereits 861 Milliarden Euro erreicht. Der Saldo per Ende 2017 907 Milliarden Euro und der wird bei gleichbleibender Entwicklung 2018 die 1 Billionen Euro Grenze überschreiten. Diese an Deutschland geschuldete Summe ist durch nichts abgesichert und hat keine Obergrenze weiterhin. Die geschäftsführende Bundesregierung und der ihr angeschlossene medialpolitische Komplex hüllen sich zu dieser für Deutschland immer bedrohlicheren Entwicklung in absolutes Schweigen. Berichte und Kommentare sucht man überall fast vergebens. Dabei konstatiert die Bundesbank aktuell geradezu Alarmierendes. Allein im Monat Dezember 2017 verzeichneten die deutschen Targetforderungen gegen die EZB mit einem Anstieg in Höhe von 51,5 Milliarden Euro den drittgrößten jemals gemessenen Monatszuwachs. Die Targetforderungen können niemals fällig gestellt werden und sie sind bei Eintritt eines Zahlungsausfalls auch durch absolut nichts gesichert. Der größte Target-Schuldner ist Italien. Kurzmeldung, dass bei dieser Neuverteilung der Sitze alle anwesenden deutschen Ausschussmitglieder zugestimmt haben.
Somit vertreten noch nicht einmal die eigenen Volksvertreter Deutschlands Interessen. Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 wird noch teurer und zudem später fertig als geplant. Der Finanzierungsrahmen erhöhte sich von ursprünglich 6,5 Milliarden auf vorerst 7,7 Milliarden und nun auf 8,2 Milliarden Euro, teilte der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, Infrastrukturvorstand Roland Pofalla, am 19.01. in Berlin mit. Der Bundesrechnungshof geht von 10 Milliarden aus. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was Ex-Bahnchef Grube bei der Volksabstimmung 2011 als Sollbruchstelle bezeichnete. Die Eröffnung verschiebt sich demnach auf das Jahr 2025. Der Berliner Großflughafen braucht offenbar noch eine Milliarde Euro mehr. Bei Baubeginn im September 2006 war von 2,5 Milliarden Euro die Rede. Zuletzt dann von rund 6,6 Milliarden Euro. Ursprünglich war eine Eröffnung für den November 2011 und dann für den Juni 2012 geplant. Doch sie musste wegen Problemen beim Bau immer wieder verschoben werden. Derzeit ist die Eröffnung für Oktober 2020 geplant. Britische Truppen bleiben wegen russischer Gefahr in Deutschland. Das britische Militär erwägt nicht nur die Abkehr vom Abzug, sondern denkt darüber nach, zusätzliche Kapazitäten für einen Stützpunkt in der Nähe von Mönchengladbach im Rheinland bereitzustellen, der im Fall eines russischen Angriffs die östliche Flanke Europas verstärken könnte. Berlin und Paris stellen einen neuen Élysée-Vertrag in Aussicht. Dazu kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Macron die Ausarbeitung eines neuen Abkommens an, das die Zusammenarbeit beider Länder weiter vertiefen und die EU stärken soll. Es müsse darum gehen, fast das komplette Spektrum der Politik zu harmonisieren, heißt es in einer Erklärung der Parlamente beider Länder. Das liefe darauf hinaus, die deutsch-französische Achse so massiv zu stärken, dass nennenswerte innereuropäische Allianzen gegen sie faktisch unmöglich wären. Parallel hält die Debatte über marginale innereuropäische Finanztransfers an. Militärische und Wirtschaftsnachrichten vom Februar 2018. Zitat: Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist, dass die guten Menschen nichts tun. Das Zitat wird dem amerikanischen Philosophen Edmund Burke 1729 bis 1797 zugeschrieben. Deutschland. Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr einen extremen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Mit umgerechnet 287 Milliarden Dollar sei er mehr als doppelt so groß ausgefallen wie der vom Exportweltmeister China mit 135 Milliarden Dollar, ergaben der Nachrichtenagentur Reuters vorliegende Berechnungen. Damit lag Deutschland zum zweiten Mal in Folge vor allen anderen Ländern, sagte der IFO-Experte Christian Grimme zu Reuters. Deutschland wird wegen seines enormen Überschusses vom Internationalen Währungsfonds, IWF, und der EU-Kommission, aber auch von US-Präsident Donald Trump, kritisiert. Sie halten Überschüsse von dauerhaft mehr als 6% des Bruttoinlandsproduktes für stabilitätsgefährdend. Bestimmte Euro-Länder bauen ja Schulden an Deutschland auf, für die keine Obergrenze festgelegt wurde.